Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pagonia und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid, dass du wieder mit dabei bist und hier bei meinen Planungen, Fehlplanungen und sonstigen Planungen zuschaut. Ja, wir wollen ja hier, dass die Siedlung oder das Dörfchen weiter vorantreiben. Und Gott sei Dank haben wir hier die Holzwerkstatt, die sind tatsächlich einiges fertig. Okay, dann als nächstes bitte Holzschilder herstellen. Ist das? Holzsperre herstellen und ein paar Fackeln können wir auch gebrauchen. Da haben wir jetzt noch 6 Stück von. So. Einfach mal so. Einmal einen Rundumschlag. Man sollte sich da mal so ein bisschen austoben, aber ich habe jetzt erstmal die entsprechenden Zahnräder da weg. Ah, das heißt, beispielsweise hier die Steinmühle, die kann jetzt mit ihrer Arbeit beginnen. Was ganz gut ist, die sind auch schon dabei, die Herrschaften. Das ist noch viel besser, das heißt, die Priorisierung kann ich jetzt lieber auch rausnehmen. Das lübt, das lübt, das lübt. So, dann mache ich das auch mal so und dann haben wir hier mal die Herrschaften in voller Pracht und Schönheit bei der Arbeit. Jo. Das sieht doch gut aus. Steinmühle läuft. So, dann weiter geht's. Schauen gerade mal wegen Baumöglichkeiten und dergleichen. Aha. So, was muss man brauchen wir dringend? Da ist die Windmühle. Die hat alles außer dem Zement, der wird aber jetzt hier hergestellt. Kann sich allerdings nur noch um Stunden handeln, bis die dann soweit fertig ist. Das gleiche Problem wahrscheinlich mit der Bäckerei. Genau, auch die braucht Zement. Das wird noch ein bisschen dauern. Auf der anderen Seite, es brennt hier nicht mit der Taverne. Ja, also die haben entsprechende Versorgung. Das kommt nicht. Das Brot würde jetzt sozusagen noch als i-Tüpfelchen obendrauf kommen. Ich schaue gerade mal so in meine Richtung. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu... stark ausgeleuchtet bin? Oder kommt mir das nur so vor? Ich habe es in der letzten Folge nicht gesehen. Ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Entschuldigung, dass ich das jetzt während der Aufnahme mache. Aber mir ist es erst nicht aufgefallen. Ich glaube, so ist besser. Das war gerade ein bisschen too much. Weil der Hintergrund war, dass ich irgendwie Probleme mit dem Greenscreen hatte. Also jetzt nicht nur hier von wegen, dass die immer mal wieder hier so, ne, ich hier so schwarzen Dinge habe, weil der Hintergrund nicht richtig abgedeckt wird von dem Greenscreen. Ich habe jetzt hier, das habt ihr, seht ihr vielleicht, ich brauche jetzt hier so ja, den Ausschnitt ein bisschen kleiner gemacht, um das ganze Problemchen nochmal so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber ich hatte dann auch irgendwie dann hier so einen komischen Streifen und dachte mir, ja gut. Machst du die Scheinwerfer ein bisschen stärker, dann wird das stärker ausgeleuchtet. Das war ich aber jetzt, glaube ich, ein bisschen überbelichtet. Ich bin überbelichtet. Okay, was machen wir? Ich wollte eigentlich hier, Pandoria und so, ne? Ist Angst. Ich und meine technischen Geschichten hier im Hintergrund. Es läuft jetzt so einigermaßen. Produktion ist am Start. Wir haben hier, wie gesagt, die Holzwerkstatt ist zugange. Und, genau, jetzt weiß ich wieder. Wir brauchen Kupfer und Kohle und hast du nicht gesehen. Da vorne ist auch noch Kalkstein, sehe ich gerade. Das ist auch cool. Stein, Kohle. Stein. Hier gibt es einiges an Kohle.
Da gibt es einiges an Ärger. Finde ich nicht so schön. 80 Kohle, Kupfer. Dann haben die auch geschickt gemacht, dann genau hier in der Ecke, wo die Banditen ihr Unwesen treiben. Da gibt es natürlich auch die Ressourcen, die ich brauche, um hier andere Dinge machen zu können. Komme ich hier schon irgendwie hin und Stein, Stein, ganz viel Stein, bisschen Eisenerz. Mehr ist hier nicht, da komme ich auch noch nicht hin, da ist noch, das Land ist noch nicht von mir erobert, wenn man so will. Eisen, oh, das ist cool. Eisenerz, Eisenerz, das ist cool. Ja, das wird aber jetzt von der Produktion her wieder interessant. Ja, hilft alles nix. Es hilft alles nix. Bergbau. Kohle, Tagebau. Das würde ich. Setze ich das da so? Nee, ich glaube besser, wenn ich das hier mehr so in diesem Bereich bauen würde. Vielleicht ruhig so ein bisschen so. Na komm schon. Hier so hingedreht. Und dann kommen die überall ran. So. Einmal Kohle. Wir hatten, da war Kohle. Dann würde ich nämlich erstmal da abbauen wollen. Orientierung ist gleich null. So, Kohle, Stein, Stein. Da hinten ist Kupfer und Kalkstein. Ganz wenig Kupfer. Hier habe ich noch Stein. Heißt, ich könnte hier auch noch Stein abbauen. Ein weiterer Steinbruch wäre vielleicht nicht verkehrt. Naja, sehr gut. Wirklich ab. So, ein Moment mal eben. Ein weiterer Steinbruch. Sagt der Opa. Wäre nicht verkehrt. Komme ich da irgendwie ran? Und witzig wäre das, das ganze Ding vielleicht dahin zu setzen, aber. Guck mal eben. So geht's. Ja, dann würde ich mich aber selber wieder blockieren. So würde es auch gehen. Wäre aber unklug. Jetzt sind wir da so hin. Sehr gut. Hier noch einen weiteren Steinbruch. Boah, das jetzt hier großartig umzusetzen, kann man machen. Und. Ein Steinmetz. Da kriege ich nicht hin. Kann ich knicken. Selbst hier würde ich ja nicht hinkriegen. Das ist ja witzig. Sondern ich aber überhand mit den Banditen. Wo kriege ich den jetzt? Da würde ich den hinkriegen. Aber wirklich auch nur an der Ecke. Selbst hier geht es aus irgendwelchen Gründen nicht. Nur hier. Na, dann ist das so, dann setze ich den da hin. Was nicht anders geht, geht nicht. So, dann wird die Versorgung mit Stein schon mal entsprechend gegeben. Achso, dem muss ich natürlich noch sagen, was er abbauen soll. Demnächst in diesem Theater. Und dann war da noch die Sache mit dem Kupfer. Kupfertagebau. Da könnte man dann locker flockig. Warum nicht direkt da hinsetzen? So, Kupfer. Wie geht's?
Nein, nein. Ich glaube, ich gehe diesen Weg. So. Und wir hatten gesagt, wir brauchen... Brauche ich eine Schmelze dafür? Nee, ne? Das ist nur für Eisen und für Silbererz. Eine Schmelze kann ich mir sparen. Was ich machen kann und was eventuell auch sinnvoll wäre, wenn ich es jetzt wieder finde. Holzwerkstatt haben wir. Waffenschmiede. Eine Waffenschmiede. Ich hier nicht irgendwo hinkriege. Die Waffenschmiede. Waffenscheiße. Ja. Tolle Wurst. Die Waffenschmiede würde ich hier hinbekommen. Einen Moment mal eben. Was habe ich dem Forsthaus gesagt? Der soll da und so. Folgendes, liebes Forsthaus. Du kannst da gerne weitermachen. Das geht gar nicht. Bitte den Hähn und bis dahin setzen. Okay, dann machen wir das. Der Kollege holzt im Augenblick alles ab, was irgendwie abzuholzen geht. Das soll er auch weiterhin so machen. Dann würde ich den noch verstärkt in diese Richtung dirigieren wollen. Holzfäller Hütti ist aktiv in diesem Bereich. Das ist in Ordnung. Ich habe nur zwei Holzfällerhütten. Das ist nicht so in Ordnung. Ist das richtig? Jo. Ich habe nur die beiden Holzfällerhütten. Ja gut. Warte mal. Der ist da tätig. Der ist dort tätig. Holzfällerhütte. Ich könnte hier noch eine hinsetzen. Und wird ein bisschen knapp, aber das geht. Behaupte ich mal kackfrech. So. Da sollte ich um die erwachsenen Bäume allerdings kümmern. Und dann hier so. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Weg, sonst geht hier nichts. So. Holzfällerhütte, damit verbunden haben wir dann auch hier entsprechende Wege. Oder zumindest mal ein Weg. Ja, und dann geht es halt nicht anders. Ich habe allerdings hier auch Eisenerz. Insofern würde eine Waffenschmiede und sowas in der Richtung und dann hier auch durchaus Sinn machen. Problem ist natürlich, dass wir das ganze Kupfer von da hinten nach hier hin irgendwie hin transportieren müssen. Das ist nicht so schön. Doch mal, ob sich das hier irgendwie... Moment, habe ich das Gebiet da schon für mich in einen nutzbaren Rahmen? Komme ich da hin? Ja, machen wir das eben so, wenn das auch ein bisschen sehr verwinkelt jetzt ist, aber egal. Hauptsache, ich habe da eine Verbindung. Das hat funktioniert. So, oh, die Windmühle ist in Betrieb, das ist cool. Das heißt, die sind soweit fertig. Das heißt, jetzt muss nur noch die Bäckerei gebaut werden. Entsprechendes Material wird produziert. Ich sehe gerade Schilder, Dingenskirchen. Dann würde ich sagen, von den Schildern bitte nochmal 5. Davon auch nochmal 5.
und meinetwegen auch von den Fackeln nochmal 5. Dann haben wir das. Okay. Ja, geht halt nicht anders. Also die Zeit geht noch. Nein, da. Waffenschmiede, Rüstungsschmiede, Moment. Bronzeschwert, Eisenlanze, Eisenschwert, Silberdegen und so weiter und so fort. Ja. Hier kriege ich wirklich nichts hin. Ich meine, wäre durchaus. Oh, geht doch. Wäre durchaus bereit, nämlich 2 von den Dingern zu bauen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. So, ja, sehr schön. Das gefällt mir. Bronzeschwerter, machst du direkt 10. Wenn er denn so weit dann irgendwann ist. Sehr cool. So, Grundproduktion läuft. Das heißt also, es müsste auch hier demnächst Brot ankommen. Das dauert noch ein bisschen. Achso, die Bäckerei ist jetzt fertiggestellt. Ja, sehr schön. Oh, wir brauchen Wasser. Wir brauchen. Uiuiui, ich brauche was. Ich brauche Brunnen. Moment, Augenblick. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Da fällt mir auch noch was anderes ein. Mit Brunnen. Das fällt unter Nahrung. Brunnen. Da liegt irgendwie nichts. Aber hier. So, Brunnen, ganz, ganz wichtig. Soweit ich weiß, benötigt das Forsthaus doch auch Wasser. Kein Wasser für. Da haben wir schon das Problem. Brunnen. Der hätte jetzt aber heftigst ins Auge gehen können. Eine gewisse Dringlichkeit ist da gegeben. Ja. Brunnen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo brauche ich noch Brunnen? Da müsste einer in der Nähe sein, glaube ich. Also die kriegen Wasser. Hier ist ja dann demnächst. Ah ja, hier ist ja dann demnächst auch ein Brunnen in Arbeit. An diesem anderen, da ist einer. Da ist ein Brunnen. Okay. Sonst irgend. Nee, die werden wahrscheinlich keine Brunnen brauchen. Das auch nicht. Klar, da ist ja nur mit Mehlmahlen beschäftigt. Hier wird schon eifrig Kupfer abgebaut. Das ist cool. So, Steindings hast du nicht gesehen. Der Brunnen ist in Arbeit. Der Brunnen ist in Arbeit. Nur stark versucht, da noch einen weiteren einzuplanen. Vielleicht nicht unbedingt hier, aber vielleicht hier so. Kann nicht schaden. Ne? Also Wasser kann man nie genügend haben. Oder zu viel haben oder so, das ist ordentlich. So, wie sieht's hier aus? Uiuiui, da wird aber eifrig. Einheiten werden angegriffen. Oha! Wo ist das jetzt? Ach, da hier. Da ist also auch einer. Ja, das war so klar. Ja, es wird spannend. Das wird spannend. So. Da ist die Waffenschmiede im Bau. Eisenerz. Da fackel ich gar nicht lange. Dann kommt hier ein Eisentagebau hin. Meinetwegen auch hier so. Notwege technisch nicht anders zu machen ist.
überlege gerade, ob ich mich gerade erfolgreich selber blockiere. Ich brauche eine Schmelze, ich brauche eine weitere Waffenschmiede. Das sollte aber gehen. Setze ich die hier hin und mache einen Weg? Gucken wir mal. Achso, warte, ich mache das anders. Wie gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine Schmelze. So viel ist schon mal klar. Schmelzhütte. Sehr cool. Die könnte man ruhig dann hier so hinsetzen. So, Weg. Zack. 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 Dann haben wir hier die Schmelzhütte. Ich weiß ja, der Weg zur Kohle ist weit, aber irgendwo muss man dann Kompromisse machen. Und eine weitere Waffenschmiede. Wäre cool. Die kann dann meinetwegen ruhig hier hingesetzt werden. So, und die darf dann Eisenlanzen und Eisen erstmal hier, das ist wichtiger, erstmal Eisenschwerter produzieren. Was ich auch noch brauche bei der Gelegenheit. Wäre eine Rüstungsschmiede, die mache ich gleich mit. Rüstungsschmiede. So, dann wissen die auch gleich, was sie zu tun haben. Gut. Und dann muss ich hier früher oder später dann auch hier noch eine entsprechende, darauf läuft das Ganze dann hinaus, einen Wachturm dann hinsetzen mit den entsprechenden militärischen Einheiten, damit ich die Diebe da wegkriege und die Banditen, weil auch immer das da gerade an unseriösen Gefolg ist. So. Die Waffenschmiede hier ist in Arbeit. Nee, die sind fertig. Die sind schon eifrig mit Produktion und so beschäftigt. Finde ich cool. Sie warten noch auf die Leute. Okay. Hammer und Zange. Habe ich denn eine Werkzeugschmiede? Nur so ganz nebenbei bemerkt. Gildehaus. Ich brauche eine Werkzeugschmiede. Moment. Brauche ich die tatsächlich? Ja, nee, hab ich noch gar nicht gebaut. Das ist alles nicht so einfach. Dann gebe ich die auch noch schnell in Auftrag. Moment. Ich glaube, da bin ich im Weg. Das sieht so komisch aus. Ich hoffe. Gut, Werkzeugschmiede dann auch noch geplant. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ist eine andere Frage. Eieieiei. So, ich brauche aber auf jeden Fall noch eine Schneiderei und eine Weberei. Da komme ich nicht drum rum. Da fehlt mir noch so einiges. Ja, es brennt doch noch so an der einen oder anderen Stelle. Gar keine Frage. Das ist ganz einfach so. Aber ich hoffe, dass wir das noch in den Griff kriegen. Ab der nächsten Folge werden wir das erfahren. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit. Danke für deine Unterstützung. Danke für eure Unterstützung. Jeglicher Art, sei es, dass ihr hier die Folgen euch anschaut, sei es, dass ihr auch Likes da lasst. Das ist auch sehr, sehr lieb von euch. Danke dafür. Ich freue mich natürlich auch über ein Abo. Welcher Let's Player, welcher YouTuber tut das nicht? Ja, sei es wie es will. Danke für eure Unterstützung, danke für euer Dabeisein. Bis demnächst.